Hallo ihr Lieben, heute kurz und bündig der Krebstiger. Die unter dem Krebszeichen geborenen Tiger sind so, wie es ein chinesisches Sprichwort sieht. Sie schleichen sich ein und wollen nicht gesehen werden. Krebstiger haben viele Geheimnisse. Selbst der Partner, den sie lieben, weiß oft nicht, woran es mit ihnen ist. Und dann kann der Krebstiger plötzlich mit der Klage herausplatzen. Wie wenig er doch eigentlich verstanden wird. Verstehe einer Leute, die stets und ständig mit ihrer Meinung hinter dem Berge halten. Krebstiger sind deshalb die geborenen Geheimnisträger. Und das kommt ihnen in jedem Beruf zunutze. Zumal sie nebenbei ebenfalls Überdurchschnittliches leisten. Übrigens haben sie als Chefs stets eine gute Hand bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter. Letztgültige Entscheidungen behalten sie sich in jedem Fall vor. Krebstiger haben ein gesundes Misstrauen gegenüber jedermann. Und wir deuteten es schon an, dass ihre Partner es manchmal schwer haben. Dabei kann die Krebstiger von allen ihren Artgenossen die häuslichsten sein. Man kann sie nämlich am leichtesten zähmen, wobei man sich nur vor ihren scharfen Krallen und spitzen Zähnen hüten sollte. Der männliche Krebstiger liebt das gepflegte Heim, wie er es vielleicht schon von seiner Mutter kennt. Die Ehefrau, die Unannehmlichkeiten ersparen will, schaut sich bei der Schwiegermutter ein paar Kniffe ab und bringt ihrem Krebstiger am Abend die vorgewärmten Pantoffeln. Denn dann schnurrt er wohlig und fühlt sich wie bei der Mama daheim. Die Krebstigerfrau hat mehr Temperament als ihr männlicher Artgenosse. Sie ist lustig und gescheit, was sie aber nicht daran hindert, schon bei der ersten intimen Bindung an die große Liebe zu glauben. So schildert sie im Nu in den Bund fürs Leben und macht vielleicht ihre erste traurige Erfahrung. Das war der Krebstiger. Für mehr Videos im Bereich Esoterik, Produkttests, Haushalt und Gesundheitstipps würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Video. Tschüss!